Wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsfälle haben die Behörden in Chinas Hauptstadt Peking mehrere Wohngebiete abgeriegelt. Auch 9 Schulen und Kindergärten seien geschlossen worden, sagen Behördenvertreter am Samstag bei einer Pressekonferenz in Peking. Die insgesamt 7 Neuinfektionen stehen demnach in Zusammenhang mit einem Fleischmarkt. 6 der Neuinfektionen sind am Samstag registriert worden, heißt es auf der Pressekonferenz. Sie alle stehen im Zusammenhang mit dem Chinfadi-Fleischmarkt. Dessen Chef sagt der staatlichen Website Beijing News, das Virus sei auf Schneidebrettern nachgewiesen worden, auf denen importierter Lachs verarbeitet wurde. Wie die Zeitung Beijing Daily berichtet, nehmen große Supermarktketten wie Walmart und Carrefour in der Nacht auf Samstag sämtliche Lachsprodukte aus ihrem Sortiment. Bereits am Freitag haben die Behörden 2 Märkte in Peking geschlossen, die einer der Infizierten besucht hatte. Am Donnerstag haben die Behörden in Peking erstmals seit 2 Monaten wieder einen Corona-Infektionsfall festgestellt. Der Infizierte hat Peking laut offiziellen Angaben in den vergangenen Wochen nicht verlassen. China, das Ursprungsland des neuartigen Coronavirus, hat die Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 durch strikte Ausgangsbeschränkungen weitgehend unter Kontrolle gebracht. Bei der Mehrzahl der Fälle in den vergangenen Monaten handelt es sich um Ausländer, die bei ihrer Rückkehr nach China positiv getestet werden.